Moin Kinderlein, willkommen zurück an mich selbst. Ich bin aus dem Urlaub back und kann schon nicht mehr schießen, na Scheißdreck. Ich bin wieder am Stissel und habe jetzt aber noch kein Video für heute. Und da es jetzt eigentlich gleich online gehen soll, dachte ich mir, ich nehme schnell was für euch auf, nicht wahr? Wir sind später noch direkt auf den Geburtstag eingeladen, sind dann praktisch wieder unterwegs. Ich kann also nicht vorarbeiten. Und darum dachte ich mir, mache ich jetzt geschwind was und erzähle euch ein wenig von meinem Urlaub. Es war echt richtig, richtig sick. Ihr wisst ja, wir waren am Bodensee. Warum sind da so viele Bots? Oh. Gee, what the fuck yourself? Was? Hat mich einfach... War der im Haus oder war der außerhalb? The fuck? Ja, wir waren am Bodensee. Warum so viele Bots? Und haben echt coolen Kram gemacht. Es gibt am Bodensee einen Berg, der nennt sich Affenberg bei Salem eher. Und da kann man freilaufende Affen begutachten und, naja, anfassen nicht zwingend, eher nicht. Aber ja, man kann mit Affen spielen, beziehungsweise ihnen beim Spielen eben zuschauen und sie füttern mit Popcorn. Echt geiler Scheiß. Am Wasser waren wir natürlich auch, wir waren in der Therme, wir waren also in Meersburg. In der Therme und sind da halt überall rumgetuckert, haben uns alles wirklich angeschaut. Es ist so, schon wieder ein Bot, habe ich überhaupt jetzt... Ja, und jetzt, er holt mich halt jedes Mal, dieser Go Fuck Yourself. Ich habe echt ständig, wenn ich was kill, immer nur Bots. Okay, der erste Mensch, den ich gekillt habe, sehr schön. Komm her. Oh, super. Oh nein, oh nein, don't shoot. Fuck. Ja, es war echt cool. Wir waren am Ende, waren wir spazieren am letzten Tag, sind durch Konstanz, wo waren wir denn da? Weiß nicht mehr genau, wo wir da waren, aber wir sind rumspaziert und es kamen zwei Enten, beziehungsweise eine Entendame und ein Erpel. Wie heißen die Enten heißen Enten und die Männer sind die Erpel? Schissel. Entenkuh? Und eine Entenkuh und ein Entenbulle kamen auf uns zu und kamen ultra nah und saßen praktisch zu unseren Füßen und haben sich so aufgeregt. Also er hat so die ganze Zeit Geräusche gemacht. Ich glaube, er wollte Essen absnacken, aber wir hatten nichts. Und vor allem war dann ein fettes Schild, um Gottes Willen, ein fettes Schild von wegen, hoppala, man darf die Ente nicht füttern, ne? Sonst werden die fett und die Kacke wird irgendwie schlecht oder so. Und dann zerstört man die Flora und Fauna. Verschissel! Fuck yourself, dude! Wir haben mich umnatzt, einfach. Every time! Das ist eine andere Vogel jetzt hin. Oh Gott, ich werde gleich so weggesnackt von der Seite. Wenn man mal an einer Stelle so lange sitzt, dann denkt man sich, fuck! Gerade hier auf dieser offenen Map ist es eigentlich eine reine Glückssache, ob man jetzt nicht jederzeit irgendwie weggepimmelt wird von der Seite. Sushi! Okay, komm schon. Um Gottes Willen. Ja, er hat auch die Augen, ne, klar. Er ist 8 Meter von mir entfernt. Er ist 800. Er ist eine ganze Map von mir entfernt. Er spielt auf das 2 und hat die Augen. Weißt du, ich soll mit der verkackten Negev da irgendwas ausrichten. Na. Aber na, hey. Komm, es ist alles in Ordnung, nicht wahr? Es läuft. Dafür, dass ich jetzt eine Woche nicht gedödelt habe, bin ich schon ganz gut eingespielt, muss ich sagen. Es läuft. Aber es könnte natürlich noch besser laufen. Ob jetzt der Sieg reingeht, ich glaube, ich habe kurz vorm Urlaub oder im Urlaub habe ich euch ein Video gebracht. Da habe ich auch Bums gespielt hier am Arms Race. Und da bin ich knapp an einem Sieg vorbeigeschraubt. Da bin ich irgendwie ewig lang an einer Waffe gehangen und habe dann am Schluss... war dann zwar auch beim Knife, aber konnte den Knife killen, den nicht mehr aufholen. Der war einfach dann... Naja. Ihr wisst aber auch, wie es ist. Man hat dann das Knife und freut sich schon. Und dann denkt man sich, okay, die Problematik ist nicht zwingend, dass ich jetzt schnell jemanden knifen muss vor dem anderen Gegner, sondern dass meine Mates hoffentlich nicht so dumm sind. Und sich einfach knifen lassen. Ach, leck mich doch am Ärmel, ey, dieser Revolver! So, bitte, komm her. Nein. Nein. Okay, sehr schön. Wo sind die überall? Was ist hier los? Warum stehen überall Feinde? Bei uns an der Base. Muss es sein. Kann da nicht mal jemand... Kann sich ja nicht mal jemand drum kümmern. Vielleicht hingehen und ein bisschen schießen. Ach, oh, ich wollte sagen, Achtung, it's your boy. Skinny Knife. Und dann werde ich einfach genatzt von der Seite. Das ist Frechheit. Mal gucken, ich habe jetzt einen riesen Vorsprung. Also an sich, mit ein bisschen Luck dürfte das kein Problem sein. Aber wenn ich an Luke habe, hallo, dann sieht das eher schlecht aus, ne? Und, hi Luke. So, Monsieur, bist du hier? Nice. Gott, ging das schnell. Warum ging das jetzt so schnell? Schissel. Ja,
Ich bin wieder zurück. Freut mich, dass ihr noch da seid. Und über meinen Urlaub eben trotzdem schön am Start wart, Videos geguckt habt und so weiter und so fort. Die Likes gingen ziemlich ab. Ihr habt auch bei einigen Teilen echt fett geklickt. Gut, da sind natürlich auch die Titel dann dementsprechend gewesen. Und ja. Aber es freut mich jetzt wieder zurück zu sein. Am Dienstag ist dann der nächste Stream. Ich hab's, glaube ich, auch so hingedödelt, dass es, hoppala, im letzten Video, ach komm, ich mache einfach noch eins, scheiße, der Hund drauf, oder? Wir haben doch, also die Zeit habe ich noch, die 4-5 Minuten. Ja, in irgendeinem Video habe ich es genannt, dass die Streams dann wieder sind ab Dienstag. Ja, läuft. Bin schon wieder sehr gespannt. Ich freue mich. Und jetzt ist auch wieder alles so frisch. Der frische Wind ist drin. In CSGO. Es ist, wieder edel. Es hat mich auch sehr gefreut, dass ihr die anderen Spiele angenommen habt, beziehungsweise die Idee angenommen habt, dass ich... Ach, das geht auch gar nicht richtig los. Beziehungsweise meine Info gut angenommen habt, dass ich jetzt wieder vermehrt in Random-Spiele reinsetze. Ich kneife mir den Rucksack und das geht nicht, okay. Ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das letzte Jahr, da war ich doch sehr... Oder die letzten 1,5 Jahre war ich wirklich sehr vertieft in CSGO. Es war auch ein gutes Zugpferd, muss ich ehrlich sagen, natürlich. Aber ich war nie oder noch nie jemand, der sich extrem, also jetzt auf YouTube, in ein Spiel vertieft. Sondern einfach immer wieder schwenkt viel. Um Gottes Willen, was ist denn hier los? What the fuck? Hä? Hä? Was spiele ich denn hier? Was ist denn das? Hä? Wurde der Spielmodus... Hat die den Spielmodus gewechselt? Das ist doch erst ein Scherz. Das habe ich gar nicht gerafft. Ich hatte die Map wurde gewechselt. Haben die das unterste gewählt? Haben die den Spielmodus gewählt? Habe ich eben ein Inventory bekommen? Habe ich eben ein Item bekommen? What? Okay. Das hier wurde mir übrigens gespendet für, jetzt geht's schon weiter. Für Tarkov. Ich soll es auf Skinbaron verkaufen und das als Spende für Tarkov reinziehen. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, Monsieur Gell. Oder was heißt nochmal? Das ist jetzt das erste Mal, dass ich dir in einem Video danke. Über Steam habe ich dir natürlich schon gedankt. What the fuck? Ich fange mit dem Handicap von 8 an. Alles klar. 9. Ach du Scheiße. Naja. Vielen Dank an dich für diese geile Spende. Es sind, glaube ich, zusammen 25 Euro oder sowas. Mal gucken, wie viel ich da oder was ich dabei Skinbaron auswursten kann. Ich muss die erst noch auf meinen anderen Account drüber traden. Und das dauert jetzt dann noch 7 Tage, bis ich die traden kann. Und dann wiederum 7 Tage, bis ich sie auf Skinbaron richtig verwursten kann. Aber nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank dafür. Hallo, Leute. Ich spiel das gleich wieder vorbei. Ich habe noch keinen einzigen Killerino. Hast du gedacht, du kannst mich irgendwie tot machen oder was, Banget? Wo ist der andere Frosch? Komm schon. Komm schon. Oh mein Gott, geiler Scheiß. Oh oh. Ah, und 3 Duke. Nein, 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 nein. Joa. Ja. Och, hinter mir war ein Feind. Ich dachte noch, geil, ein Mate kommt auch noch zur Verstärkung. Sehr schön! Aber ich hätte noch vielleicht auf die Karte gucken sollen, ne? Ich alter Kackvogel. Jetzt muss ich die P90 nochmal machen. Och, leck mich doch. Ja, gegen den Negev, ey. So. Ich will vielleicht hier... Oh, nein! Oh, shit! Ich wollte gerade fragen, will hier jemand geneift werden, weil er da mit der Negev gekniet rumgeschisselt ist oder gestanden, wie auch immer. Und da sein Dauerfeuer gemacht hat. Okay, ich glaube, das könnte sehr schwierig werden. Falls ich das hier gewinnen werden, falls ich das gewinnen sollte, werde ich natürlich direkt Gott. Ist klar. Ah! No, 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 don't, please! Nein! oh mein Gott! Wie lucky, ey. Ultra lange nicht angeschossen worden. Nicer, nicer. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Was? 99 in 3 Hop. Es ist aber auch echt ein Laktat, ey. Ohne Witz. What the fig? Ich meine, wenn das jetzt bei 30 gestanden ist, da 30 in 8 oder so. Okay, gut. Sehe ich ein. Aber 99. Mein Sohn, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich kann aber auch mit dieser Waffe nicht umgehen. Ich kann ums Verrecken nicht mit diesem Teil umgehen. Da ist einer direkt close, aber den scheiße ich jetzt einfach voll. Oh no. Nice, nice, das läuft. Das läuft gerade, Leute, das läuft. Ja, das letzte... das letzte Giveaway wurde auch aufgelöst, wie ihr gesehen habt. Hoppala.
Das heißt, wer schon aktiv am Gucken ist, weiß Bescheid, dass er also bei diesem YouTube-Giveaway gewonnen hat. Den Grimm ging jetzt auch raus, beziehungsweise der Gewinner weiß zumindest Bescheid. Oh, bitte, bitte, bitte. Jawohl, er rafft gar nicht, dass ich... Alter, what the fuck? Gar nicht gerafft, dass ich ihn anschieße. Immer nett, wenn die Leute das nicht merken. Wenn sie zu Darm dafür sind. Hallo? Ja, okay. Da ist er, da ist er. Ah. Oh Gott. Komm her. Ach, scheiße. Schie. Oh Gott. Wer hat da das Knife? Ah, mein Mate, okay. What? Das war eigentlich der Flick des Grauens. Wie konnte er mir da entweichen? Wie konnte mir... Oh, ist er hinter dem... Ja. Scheiße, ich kann es gerade nicht mehr. Meine IOP Goodness ist jetzt erstmal weg. Was? Ich habe ihm sogar jetzt das Knife verschafft. Ah, das ist aber lächerlich. Nein. Na, jetzt knifen sie sich. Jetzt ist es, glaube ich, rum. Oh, ich habe dem Knife mal den Kill geklaut. Ich alter Frechdachs. Oh, sorry, Monsieur. Tut mir echt leid, aber mir passiert das auch ständig. Na, ah, Schissel, die Gegner haben es geschafft. Naja, naja, komm, was soll's. Guck mal, was er schreibt. Jetzt fühle ich mich schlecht, dass ich ihn... Achso, Team. Okay, gut. Er beschimpft uns, also dann fühle ich mich nicht so schlecht. Aber er hat schon recht, ich bin schon ein Pisser, nicht wahr? Naja, naja. Okay, Leute, dann vielen, vielen Dank fürs Zusehen hier auch wieder an der Stelle. Und dann sehen wir uns dann wieder morgen. Ich hoffe, ich habe genug Zeit, um was Fettes zu machen. Ich kann es ja nur nochmal erklären, weil jetzt ein paar gefragt haben mit den Overwatches. Also die Entscheidung liegt nicht... Ist halt, die Entscheidung ist es nicht... lasse ich jetzt zwei Overwatches weg und mache dafür ein Matchmaking. Sondern wenn ich in der Zeitbredouille stecke, dann kann ich nur ein Overwatch machen oder sowas hier oder nichts. Also ich kann da nicht sagen, ja gut, ich mache jetzt einfach dann lieber ein Matchmaking. Oder also wenn die Zeit halt nicht da ist, dann kann ich nicht mehr machen. Wenn ich nur 20 Minuten Zeit habe, dann ist ein Overwatch perfekt. Und alles andere geht dann nicht. Vor allem Matchmaking geht dann überhaupt nicht. Da dauert ja allein die Aufnahme der 40... Also Minimum 30 Minuten, eher mehr. Ich mache natürlich sowas, gar keine Frage. Aber um darauf zurückzukommen, wenn ihr seht, dass ein Overwatch kommt, dann könnt ihr euch die Frage, warum ein Overwatch kommt, direkt selbst erklären. Und zwar, weil ich keine Zeit hatte für was Großes, für was Ausgeklügeltes, für irgendwas richtig Dickes. Sondern da hat es dann nur dafür gereicht, weil die Overwatches wirklich so schnell gehen. Ich nehme auf 8 Minuten und lade es hoch. Dann betitle ich und mache Thumbnail-Tags und so weiter. Das dauert dann vielleicht nochmal 10 Minuten oder 15. Und dann bin ich fertig. Also das heißt, im Schnitt dauert das, keine Ahnung, was habe ich jetzt gesagt, 20, 25 Minuten. Und das war's. Und wenn ich, egal was ich dann mache, also alles andere, was schon den Schnitt hat, braucht schon allein die Renderzeit. Und das ist bei einem Overwatch meistens so 30 bis 60 Minuten. Aber die render ich ja gar nicht, die lade ich einfach ungeschnitten hoch. Darum geht das ja auch so leicht von der Hand. Und das hier wird jetzt auch nicht großartig gewurstet, das werde ich auch sofort so hochladen, weil auch gar nicht mehr Zeit dafür ist. Also die Entscheidung ist dann nur, soll das hier kommen oder ein Overwatch oder nichts. Und ich denke, dann lieber halt ein Overwatch, auch wenn es dann ab und an mal zwei, drei hintereinander sind, ist es einfach besser als nichts, man braucht es ja nicht zu schauen. Um das auch nochmal an der Stelle erwähnt zu haben, ja. Aber das ist auf keinen Fall Faulheit oder irgendwie sowas. Ich würde sehr gern viel mehr machen. Aber, ja, wenn ich halt, ich kann es im Moment einfach nicht zeitlich irgendwie unter einen Hut bringen. Aber, ja. Nur um das jetzt nochmal erklärt zu haben, speziell das heutige Video. Ich will jetzt hiermit nicht ankündigen, dass noch Overwatches kommen oder sowas, auf keinen Fall. Aber ja, darum gibt es heute wieder sowas Ungeschnittenes und für morgen muss ich dann gucken, ob ich das schaffe. Wir sind später weg. Die Nacht dann auf einem Geburtstag, wer weiß, wie lange der geht, wer weiß, wie lange wir schlafen. Und dann ist schon wieder praktisch kurz vor knapp. Also dann ist Abgabezeit des Videos und wenn ich dann erst anfange, eins aufzunehmen, dann kann ich es direkt vergessen. Also wenn ich dann was Großes mache, ne, was ich schneide oder sowas, jetzt zum Beispiel Matchmaking. Bei dem Matchmaking muss ich Minimum an Arbeit, also an Zeit, die ich benötige oder die das Video benötigt, bis es überhaupt fertig ist, muss ich Minimum, also sagen wir mal 40 Minuten Aufnahmezeit, eine Stunde Bearbeitungszeit, 1 bis 2 Stunden rendern und dann nochmal 30 Minuten hochladen rechnen. Diese Zeit muss ich Minimum rechnen, bis es dann fertig ist. Das heißt, wenn es dann 13, 14 Uhr ist oder so, dann ist es schon zu wenig Zeit, das bis 17 Uhr zu machen. Das heißt, dann mache ich dann was anderes, ne, was kleineres und kann mich dann auch anderen Dingen widmen. Und ich denke dann, dass ich morgen dann wiederum die Zeit habe, dann dafür, falls es nichts Großes wird, dann eben in der restlichen Zeit, die ich mir praktisch spare, weil ich ja dann was Kleines gemacht habe, dann kann ich wieder was Größeres angehen. Aber ja.
Die Zeit ist einfach eine verzwickte Sache, ist ein bisschen kotig. Gut, gut, Leute, vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir doch noch ein recht inniges Gespräch geführt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.